Jo Leute, herzlich willkommen zu neuen Hard Skylands und Wunschwind ist auch wieder mit dabei. Moin! Okay, wir haben uns beide aufs was von Stuff of Teleport gemacht. Der war nicht teuer, also gleich. Ja, fast. Nur ein Ender, Perlenblock, Ender Pearl und dann Ender Casings. Und eine aufgeladene Batterie. Geht ja. Also, wenn wir uns hier einfach hinfahren auf die Zielscheibe und dann fallen wir hier runter, deswegen habe ich auch Slimeblöcke gemacht. Okay. Wir haben eigentlich gesagt in der letzten Folge, wir wollen den Ender Dragon besiegen, aber die Aufnahme ist erst heute Abend und wir haben uns gedacht, weil unser Endziel ist ja, die Wings of the Bat zu haben und dafür brauchen wir ja den Ender Star. Dass wir Dings gemacht haben. Alle Quests. Ja. Ja, und Dragon's Breath kriegen wir natürlich erst, wenn wir gegen den Drachen kämpfen. Aber den Netherstar, den brauchen wir davor schon. Deswegen. Genau, und wir brauchen zwei davon, weil wir ja beide fliegen wollen. Und genau. Da brauchen wir noch eins für den Dark Vader Case. Also, Batswings haben wir schon mal. Wir haben drüben einen Batspawner in die Mobfarm reingelegt. Und, ja, der hat halt ein paar Batswings geholt. Brauchen wir nur Soul Sand. Wie viel bekämpfen wir denn? Fünf Stück? Drei Netherstars brauchen wir. Das sind ja fünf. Wir machen einfach mal fünf, würde ich auch sagen. So, okay, wir haben ein bisschen was im Zeug da. Ich habe übrigens auch mal eine Enderchest aufgestellt. Und den Enderchest links. Wow. Krass. Und wir haben auf unserer Rüstung hier auch noch Feather voll drauf. Das ging. Genau, dann würde ich sagen, jetzt vor dem Kampf nennen wir nochmal alle Ausrüstungsgegenstände, die wir haben. Es ging auch relativ einfach hier durch diesen Arcane, was auch immer. Da konnte man sich auf jeden Fall. Collector. Genau, da konnte man sich auf jeden Fall Federn reinlegen und ein Buch und dann wurde halt Featherfall 1 draus. Okay. Dann komme ich in die Mitte. Denn, warte, ich muss mal meine Rüstung noch anziehen. Ja, du musst auch alle nochmal sagen, wie die heißen. Nein. Doch. Man lesen. Ob die Rüstung? So, okay. Hier zeige ich jetzt nochmal ganz kurz die Rüstung. Ich auch. Okay, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wir können uns nämlich jetzt hierher porten. Ja. Okay. Yeah. Sehen wir mal hier. Das sind 1000 Blöcke in jeder Richtung entfernt. Glaube ich. Ja, 1000. Und hier können wir jetzt hier wieder ganz einfach spawnen. So, right. Ja. Eins. Sicher, dass er uns mit der Explosion nicht gleich runterschubst? Das wäre relativ egal, da ist ziemlich nah am Boden drunter. Das war einfach. So, Wunschwind muss gerade mal kurz seine Aufnahme beenden, weil es ist echt zu stark. Okay. Yeah. Bis zum zweiten wieder spawnen. Okay, und nächster wieder. Au. Wir sollten uns vielleicht nicht ganz an die Kante stellen. Ja, wäre eine Option. Hat Ulliver nicht mit Zerstörerteil, zerstört alles. Okay, ist in der zweiten Phase. Scheiße, ich bin fast tot. Hilfe. Amen. Hey, meine Pfeile droppen ab. Zweite Phase. Kann ich ganz kurz regenerieren, ein bisschen. Bleib am besten ein bisschen stehen, weil dann bewegt er sich nicht so viel.
so ein bisschen unspektakulär ist es ja schon. Ne? Hast du alles? Ich denke, ja. Wieder aufgehoben. Mal Magneten. Ja. Und ready? Ja. Okay, schon zweite Phase. Lol. Da ist beide einfach runtergeschoben. Da ist er. Nein. Na, das da. Hab ich zu weit geportet. Wie viel hast du jetzt? Eine, das da, ne? Also besiegen wir noch einen Wither, würde ich sagen. Ja. Letzter Wither. Für jetzt. Oh, sorry. Von jetzt Schwert halt, ne? Achtung, ich komm wieder. Ich mach den noch allein, Alter. Jetzt staub hier nicht ab. Easy. Sorry. Okay. Ja, dann war's. Geht wieder zurück. So machen kann. Ich mach was. Ein Beacon könnten wir jetzt machen. Ein Infinite Wireless Transmitter. Auch machen, aber dafür müssen wir sowieso erst ins End. Und ein Mending, okay, aber Mending haben wir auch so schon. Wollen wir so ein Interdimensional Upgrade machen? Okay, gut, wir haben genügend. Jetzt machen wir Erkennung und Diamond, das da. Sehr schön. Questbook, wo bist du? Ja, 15 Quartus da ist. Sehr schön. Falls wir mal jemanden, welchen brauchen haben wir denn schon? Okay, ich hab das Zeug. Für was? Für die automatische Life Infusion. Fertig. Das kann jetzt hier automatisch Life Infusion machen. Mhm. Zumindest wenn es ein Health Gem hätte. Und wenn du da mal Rechtsklick drauf machst, dann siehst du ganz hinten hier, was man alles damit machen kann. Dann würde ich aber sagen, was mit der Folge, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne Daumen hoch und Abo lassen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann endlich gegen den Ender Dragon kämpfen. Wir sehen uns, bis dann und ciao. Ciao.